Ja, willkommen zurück hier bei Supermarket Simulator. Ja, wir müssen einkaufen. Das kann ich sagen. Unsere Regale sind leer. Ich kaufe von allem einfach mal eins, egal ob teuer oder günstig. Wir müssen bei den Sachen, die günstiger geworden sind, mal reinschauen. Nee, warte mal, wir müssen nochmal alles wieder entfernen. Das ging doch irgendwie mit einem Knopf. Ach komm. Machen wir so. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die ersten 9 Produkte sind schon mal geshoppt. Nehme ich. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns das überhaupt leisten können, uns einmal alles zu holen. Es sieht nämlich nicht so aus. Kleiner Spoiler. Nein! Wie viel haben wir zu wenig? Oh, naja, gut. Was muss raus? Was muss raus? Eine Soda. Hä? Bin ich gerade dumm? 175? Ach so. Ach so, ich nehme die Sachen gar nicht raus. Ich bin blöd. 4 Stunden rum, was zum, ja, so ist es. Please 5 hours today, ich denke nicht. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Das ist Tee. Der kann hier hin. Spaghetti. With all your personalities, the stream can only be funny. You never know who will answer. Yeah, that's true. Oh, Brot. Ach, weißt du, während die hier jetzt machen, ich mach so lange hier Preise anpassen. Komm. Was ist günstig? Was ist günstig? Wasser ist günstig und Eier. Eier? 4,10. Wasser haben wir gar nicht mehr viel. Ah ja, war noch irgendwas? Ist vielleicht so irgendwas mal im Preis gestiegen, damit wir mehr Geld verlangen können? Bleichmittel ist auch günstig. Nee. Oh, alles ist gefallen. Was bist du? Olivenöl. Naja, besser als nix. The police at someone else's door right now. I don't know why. Please go listen, excuse me. What did you say about 5 hours? I did say, ich denke nicht. Wo war das eigentlich? Ah, voll. Schön. Dann haben wir das Richtige gekauft. Alles ist gefallen, nur das Niveau nicht, wie auch, ist ja kein Star. Das war sehr gemein. Ich finde, wir machen das hier alles wunderbar im Stream. Ich bin stolz auf uns. Gut, ob ich jetzt gesperrt werde, weil irgendwie 50 Follower. Das werden wir noch sehen. Und weil Kai 3 Accounts erstellt hat. We all have different personalities. Oh, Jesus. Okay, ja, es ist alles aufgefüllt, was wir uns leisten können. Kommt Shopping machen oder so. I have 1 Account, yeah, I hope so. Ich check zwischendurch mal immer wieder, ob das jetzt mit diesem Affiliate-Ding funktioniert oder nicht. Zum Glück bisher nicht. Oh, Jesus Christus. Oh. Moment.
Bugfee889, danke für dein Follow. Also jetzt werden wir die 50 Follower safe geknackt haben. Vielen Dank. Ja, also offiziell bist du jetzt tatsächlich der 50. Follower. Also vielen Dank. Oh. Moment. Klausi2021, vielen Dank auch für deinen Follow. Du bist der 51. offizielle Follower. Botting? I don't think so. I just see those two. Ich bin der 51. Ja, so ist es. Willkommen. Oh, Jesus Christus. Das heißt, damit ist der Affiliate-Status besiegelt. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ich bin ein bisschen überfordert, aber ich freue mich trotzdem. So. Guten Abend, ja. Willkommen. Willkommen, willkommen. Oh, ich bin überfordert, ich bin überfordert, ich sag's euch. Ich find's aber lustig, wie Kai direkt an Botting denkt. Finde ich gut. Hello, hier ist ein bisschen crazy, aber sehr lustig, das stimmt wohl. Wir sind aber auch kurz vor der Unternehmenspleite, also... Guten Abend, Nacht. Ja, auch für dich. Hallo, willkommen. Es ist hier normal, dass alle verpeilt sind, aber auch nur ein bisschen. Und deswegen sind wir auch nur kurz vor der Unternehmenspleite. Also, deswegen. Und nicht, weil ich so schlecht wirtschafte. Daran liegt es nicht. Schaue schon eine Stunde circa zu. Okay, dann weißt du ja, worüber wir hier reden. Dann muss ich ja nichts mehr erklären. Oho, macht dein Supermarkt bald bankrott? Ich hoffe nicht. Spiele auch nebenbei Supermarkt. Okay, das ist gut. Ja, also ich hoffe nicht. Ich habe gerade schon den ersten Kredit wieder bezahlt hier. Und wie du siehst, ich gebe gerade nicht so viel für Ware aus, weil ich versuche, die Unternehmenspleite zu verhindern. Wir können ja schon mal unsere Miete bezahlen hier. Wir haben noch 4.700 Schulden, also wir kommen dem Ganzen langsam näher. Aber ich werde jetzt nur noch so ganz sukzessiv Ware kaufen. Ja, wir haben kein Shampoo mehr und wir haben die neuen Cornflakes nicht mehr. Ich würde sagen, das können wir auf die Einkaufsliste packen. Die neuen Cornflakes, das waren die. Und was war das andere? Ich habe schon wieder vergessen. Cornflakes. Was auch immer es war, ich habe es vergessen. Wird wohl nicht so wichtig gewesen sein. Ich glaube, es war Shampoo, oder? Ich glaube schon. Niemals, das ist niemals passieren. So ist es. Wir müssen uns leider mit drei Persönlichkeiten auseinandersetzen, die in einer Person sind. Solange es nur drei sind. Shampoo wollte ich, ne? Hier. 114. Es tut weh, es tut weh. Ihr könnt die Preise auch etwas höher setzen, dann nimmst du mehr ein. Nur ein Tipp habe ich schon gemacht. Ich habe alles jetzt auf so den Marktpreis gesetzt. Drei Persönlichkeiten in einer Person hört sich interessant an. Ja, das stimmt wohl. Also ich habe jetzt alles immer genau auf den Marktpreis gesetzt. Wir könnten eigentlich den Kaffee höher setzen, oder? Der wird doch so hier gerne gekauft. Ich würde sagen, da gönnen wir uns eine 13. Ist mir egal, wenn die sich beschweren, dass der Kaffee zu teuer ist. Ich finde, für den Kaffee können wir die Leute ruhig abscammen. Oh, wir haben wieder $500. Wir können mal Klopapier bestellen. Das gönne ich denen. Klopapier, wo haben wir es? Wir können auch mal Pommes bestellen. Einmal die Pizza. Die kam auch ganz gut an. Und zweimal Klopapier. $200. Autschi. Ich mache immer so 20 bis 30 Cent. Meinst du so 20 bis 30 Cent mehr als das, was da steht? Also als der Marktpreis? Oder gehst du dann so drunter? Wir brauchen Süßigkeiten. Wir brauchen Cornflakes. Cornflakes. Süßigkeiten. Wo haben wir sie?
Wir können auch mal gucken, ob irgendwas noch im Angebot ist, was gut verkauft wird. Wasser auf jeden Fall. Eier können wir auch eins nehmen. Ja, Bleichmittel nehmen wir dann auch zwei. Und ich würde sagen, das ist das Einzige, was ich jetzt noch kaufe, weil wir müssen ja auch noch. Müssen ja auch noch irgendwie da. Ach, Bleichmittel ist voll, schön. Wir müssen ja auch noch irgendwie überleben. Und die Miete bezahlen und die Mitarbeiter, oh Jesus. Ja, genau, drüber über den Marktpreis, okay. Ist auch ganz gut. There are flies here and now that might have. They might have to die, excuse me. Wir haben Kai, wir haben Kai und Creepy Kai, also nicht wundern, ja. Wir haben Kai und seine 20 Personalities. Wir haben keinen Käse mehr. Oh nein, ich bestelle nochmal einen Käse, wenn ich den so schnell finde. Wo ist der Käse? Wir brauchen Käse. So, okay. Ich hole mal schnell den Käse vom Bordstein. Hier, kauft Käse. Okay, puh. Kai Käse, ja, das ist auch eine Personality. Ja, willkommen auf Mais Kanal, so ist es. Willkommen, willkommen. Ja, die sollen mir gerade ruhig den Laden leer kaufen. Hauptsache, ich habe meine Kredite bezahlt. Dann bin ich glücklich. Ich kann mir ja noch ein Darlehen holen. Über $750. Das ist doch Käse, ja. Es ist Käse, dass wir keinen Käse mehr haben. Hat jemand Wasser gekauft? Na, keiner von denen sieht aus wie ein Wassertrinker. Ich hab's mir schon gedacht. Sag ich doch, ja, wunderbar. Der reinste Käse, ja. Er konnte Honeybee-Müsli nicht finden. Das tut mir aber leid. So. Dann kauf halt das andere, du verwöhntes Gör. Was ist das? Eier. Ah, ja. Gut. So. Unser Supermarkt hat schwierige Zeiten durchgemacht, aber wir haben Ladenschluss und wir haben noch 800, fast $900. Vielleicht kommen wir noch auf die 1000. Also. Ja, auf die 1000 wahrscheinlich nicht mehr. Oder? Na, wie viel hast du, junger Mann? 1000! Ja! So, meine Nachbarn freuen sich, wie ich jetzt einfach wieder alles zusammenschreie. Someone got arrested. Why? Please tell us everything. And you are not the one, right? I'm just asking for a friend. So, wir haben immerhin noch zweimal Käse. Die Typen haben nichts mehr aufzuräumen. Okay, sie räumen doch noch auf. Sachen sind teuer geworden. Bleichmittel ist teuer geworden. 4,65. 10 Cent. Guck mal kurz auf den Markt. Eier sind teuer geworden. Zum Glück haben wir noch welche gekauft. Auf die 4 Stunden sind wir gekommen, das stimmt. Ja, Eier haben wir gerade viel, dann machen wir einfach mal eine 5. I don't know why they are arrested, oh no, so sad. Basmati-Reis ist günstiger geworden, na, Cry Me a River. 5,80, dann machen wir 6. 20 Cent ist okay. So. Bleichmittel ist auch teurer geworden und Geschirrspültabs. Ah, einen haben wir noch. 19,50. Ja, das ist schon ein bisschen teurer. Das passt.
Gut, dann würde ich sagen, jetzt können wir so ein bisschen Ware bestellen, aber nicht zu viel. Einmal Klopapier. Ja, von dem Reiniger können wir auch einen kaufen. Eine Handseife ist auch okay. Einmal Süßigkeiten geht auch fit. Einmal Orangensaft. Spaghetti gehen auch immer weg. Und schon sind $300 weg. Ja, tu was, du faules Stück. So. I'm not there. Oh no. Why not? Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich meine Tiefkühltruhe? Gut, dass ich das jetzt weiß. So, Seife. Haben wir auch wieder ein bisschen was. Und den Rest räumen die für mich ein. Perfekt. So, wir können Erdnussbutter kaufen und Haarmilch. Erdnussbutter, Haarmilch und beide Mehlsorten. Oh. Okay, mein Bildschirm hatte gerade ganz kurz einen Crash. Was war das Falsche? Erdnussbutter, Haarmilch, beide Mehls. Ich habe keine Erdnussbutter. Wo ist die Erdnussbutter? Hier. Buy another L-shaped shelf? No, we're not gonna buy anything. But yeah, saving is a good idea. We are broke the house. We're not gonna buy anything right now. Erstmal müssen die Kredite weg und dann können wir uns was überlegen. Das nehme ich. Ich war schneller. Ach, das ist nur Basmati-Reis. Ja, gut. We are not buying anything, that's why you buy 4000 things. Yeah, exactly, you got it. Endlich mal jemand, der meine Logik versteht hier. Aber nee, von den beiden Mehl können wir nochmal eins bestellen. Das ist, glaube ich, durchaus sinnvoll. Geschirrspültabs. Oh, sie sind teurer. $184. Ja, und dann würde ich auch direkt erstmal hier die Miete bezahlen. Komm, kauf jemand bitte was. So, ich aktualisiere hier mal kurz. Okay, Twitch hat es noch nicht erkannt, dass es 50 Follower sind. Ich bin noch nicht Affiliate. Alles ist gut. So, direkt bezahlt hier. Jetzt müssen wir nur noch die Kredite bezahlen. Ja, ungefähr $600. Oh my God, can we react to something? It's 45 seconds. I don't know. We will see. Im Moment sind Schokoriegel ein bisschen out. Wir brauchen Milch. Hilfe. Milch. Wo ist denn Milch? Hier. Kauf mal direkt zwei. Fehlt uns sonst noch irgendwas? Apfelsaft. Wo ist der Apfelsaft? Hier. So, und jetzt sparen wir wirklich für den Kredit. Ich schwöre. Warte mal. Einfach damit das nicht so leer ist. So. Perfekt.
Ach, das ist noch mehr Apfelsaft. Gut. Da habe ich ja klug geshoppt, hör mal. Ach, das Basmati-Reis, ja, den ich hier die ganze Zeit schon durch die Gegend schmeiße. Finde ich gut. Oh, it's strange addiction, but this is funny. Oh no. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das lustig ist. Ich habe Angst. Wir brauchen Klopapier. Wir müssen unsere Kredite bezahlen. So, ich kaufe zweimal Klopapier. Aber jetzt hier erstmal Kredit. $5. Haben wir noch. Gut. Naja, das Gute ist, ich kann die Folge immerhin so richtig clickbait-technisch jetzt auf YouTube ausschlachten, ne? Ich schreibe dann sowas wie, kurz der Insolvenz entgangen, hat ApoRed diesen Laden geführt, irgendwie sowas in die Richtung. Da wird mir schon was Gutes einfallen. Wir brauchen wieder hier Dingens. Diese. Ist sonst noch irgendwas leer? Wir brauchen Käse. Wir brauchen Müsli und Haarmilch. Käse, Müsli, Haarmilch. Käse. Müsli, das war das andere. Haarmilch. Müsli. So. Wir brauchen beide Mehlsorten und beide Ölsorten. Und Kaffee. Mehlsorten, Ölsorten, Kaffee. Kaffee. Mehl. Mehl, Öl und Öl. So. Oh, wir sollten langsam mal wieder anfangen, ein bisschen zu sparen. Das ist nicht so gut. Käse. Kauft Käse. Und räumt mal schneller ein, ihr faulen Stücke. Oh. We have to react to this today. Why? Oh. So, ich glaube, wir werden es schaffen. Hier ist noch so viel Zeug im Lager, aber so viele Nullen mal wieder. Beseitige mal ein paar. Null, null. 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 Eins. Ich werde den Tag jetzt noch nicht neu starten. Die sollen nochmal alle schön shoppen, damit wir unsere Fixkosten bezahlen können. So. Passt. It's stupid, but very funny. Are you talking about yourself here or... No, I'm just kidding. Oh, der Laden ist noch voll gut. Dann knacken wir noch ein bisschen Geld. I am funny, thank you, yeah. Actually, I have to admit that you are funny. Das muss ich ihm lassen, das gebe ich zu. Butter bieten wir auch nicht an, du Pissbirne. So. Oh, Jesus Christus. Das ist schon wieder hier alles ein Fiebertraum. Ich trinke noch mal kurz was. Ich kann auch nebenbei mal kurz checken, wie viel Gigabyte ich noch auf meiner Festplatte habe. Das sollte ich tun. 18. Oh, oh. Warte mal, ich lösche kurz was. So. Endgültig gelöscht. Gut, wir haben ein bisschen lange gespielt heute. Aber es war auch sehr, sehr lustig. So.
That's why you came back after 999 years of quitting. What do you mean? Which quitting situation are you talking about? Because I am so funny. Yeah, maybe that was not the reason, but ja. Manchmal ist es schlau, einfach mal nichts zu sagen, glaube ich, ne? Und das mache ich jetzt. Quitting streaming, you came back because you missed how funny I was. Yeah, totally. So, fast $1000, passt doch. Produkt nicht gefunden, 30. Ja, das ist nicht mein Problem. Oh, Joghurt ist im Angebot, schön. Wir brauchen auf jeden Fall Käse. Wir brauchen normale Cornflakes. Ich gucke gerade einfach einmal so grob durch. Käse ist teuer geworden. Oh. Davon nehme ich zwei. Käse brauchen wir eigentlich auch zwei. Oh, was ist leer? Haarmilch brauchen wir. Und Spaghetti. Haarmilch war hier irgendwo. Und Spaghetti ein bisschen drüber. Hier. So, dann werde ich direkt mal hier die Preise anpassen. Ist Cheese on sale? No, it's not. It's more expensive. Right now. Wir machen mal 5,60. Man gönnt sich ja sonst nichts. Was ist noch teurer? Nix. Joghurt ist günstiger. Ja gut, und Butter, aber Butter verkaufen wir sowieso nicht, deswegen kein Problem. 1,90. So. Because you put this cheese business out of business because you bought so much, they couldn't make more. Yeah, maybe. Maybe that's what I did. Ich habe die Käsefirma pleite gemacht, weil ich alles weggekauft habe. Wir brauchen diesen Reiniger und wir brauchen Klopapier. Klopapier. Reiniger. Ich guck erstmal. Wir brauchen noch Honeybees. Die waren ganz unten. Wie sieht es in unserer Tiefkühlabteilung aus? Ach gut. Wir brauchen Sprite. Und die anderen Cornflakes. Sprite, Cornflakes. Hier, so. Und dann würde ich sagen, von dem Restgeld bezahlen wir das nicht, aber das. When I'm at Aldi tomorrow in the mini, I might buy some fruits or something. I don't know. Yeah, that's a great idea. Healthy living lifestyle. That's what you need. So. Langsam füllt es sich wieder, aber es wird halt auch genauso schnell wieder leer geshoppt, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. So. Do you like sparkling water if you know this? Yeah. It depends. In just water I like when there's just like a little sparkling. Just really a little. Then I like it. But now I'm drinking lime water and there's some sparkling too, so. Ja, wir können aufmachen, komm. Let's go. Die beiden stehen bereit. Jetzt können wir noch mal so Kleinigkeiten kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall Kaffee, beide Ölsorten. Kaffee. Kaffee. Öl.
Öl. So, ich gucke immer so nebenbei und dann schauen wir einfach. Was war hier ganz unten? Die Cola mit dem Schild. Ahead sparkling water, be right back. Okay, see you soon. Wir brauchen Erdnussbutter. Ich finde es auch schön, wie ich hier schon wieder shoppe und ich mir das nicht mal leisten kann. Ich nenne es Trockenshoppen, haha. Oh, Jesus Christus. Ich hoffe, Sven ist schon eingeschlafen, dass er die nicht gehört hat. Also, falls er gerade auf YouTube zuschaut, Grüße. So. Jetzt kauft mehr Sachen. Ich muss so eine Bestellung tätigen. Los. Bezahl. Ach, meine Nachbarn lieben mich safe, dass ich hier um 2 Uhr wieder so rumschreie. Los. Okay, die haben viel. Also, ja, die werden auch viel kaufen. So. Ja, wir haben uns langsam so ein bisschen von dem finanziellen Skandal erholt, glaube ich. Also es ist noch nicht wirklich so richtig, aber schon so ein bisschen. So ein bisschen haben wir uns erholt. Die Regale werden langsam wieder voller. Und das ist doch schön. Ist irgendwas gerade komplett leer? Ich glaube nicht, ne? Wir haben gerade jede Ware verfügbar. Wow. Aber wir haben nicht mehr viel Geschirr, Spültabs, Dinger. So. Ich nehme 300 Dollar für zweimal Geschirr, Spültabs. Ich glaub's wohl. Ein Joghurt und ein Klopapier. Los, bezahl, ich muss was bestellen. Und dann müssen wir noch unsere Kredite bezahlen. Das ist nicht so gut. Los. So. Da haben wir jetzt wieder Ware. Bisschen Joghurt aus dem Angebot. Zum Glück muss der nicht kühl gelagert werden. Brauchen Seife. Seife. Seife, ja, haben wir. Shampoo. Shampoo, haben wir. Was war da denn? Sprite. So, jetzt mache ich mich mal dran, dass wir unsere Kredite bezahlen. Sonst wird mir das hier ein bisschen zu knapp. Ich gucke auch nebenbei noch einmal kurz, wie viel Festplattenspeicher ich jetzt habe. 32 GB, schön. Oh, ich habe auch wieder irgendwie Supermarket Simulator gefühlt für 5 Wochen aufgenommen heute. Ich müsste auch eigentlich einfach nur die Festplatte wechseln. Ich habe auf der anderen Festplatte irgendwie 3 TB Speicherplatz und ich geize die ganze Zeit trotzdem weiter rum. Ach ja. Einfach schön. So, wir brauchen Bleichmittel. Wir müssen aber noch unseren Kredit bezahlen. Vorher werde ich jetzt kein Bleichmittel kaufen. Wir brauchen Orangensaft und Bleichmittel. Orangensaft. Der ist hier irgendwo. Upsi. Ja, komm, das können wir uns noch leisten. Dann haben wir wieder ein bisschen Ware verfügbar. Und ich gehe mal eben den Kredit bezahlen. So.
Jetzt können wir ehrenlos shoppen. Joghurt war im Angebot, glaube ich, ne? Der war irgendwo hier unten. Dann würde ich sagen, wir kaufen drei. Und zweimal Orangensaft. So. Wieder da. Welcome back. Welcome back, you bestie. Bestie, je nachdem. It depends. You know, a bestie in German is actually something like a monster. So it's kind of funny that you know that you use this. But yeah, maybe I'm some kind of monster too. Klopapier und dieses Spray. Klopapier. Spray. I am not a monster, yeah. I don't know about this one. If you say so, then you're not, of course. So. So. Oh, hier sind ja richtig Sachen leer gegangen. Der Kuchen ist leer, der helle Kuchen. Und die Haarmilch, heller Kuchen. Haarmilch, Kuchen, heller Kuchen. Haarmilch war weiter oben, oder? Ja. Oder? Hier. Ja, komm, die 1000 machen wir damit jetzt safe noch voll. Oder? Mit so vielen Leuten? Ich würde schon sagen. I am not a monster, the horse is a monster. That's your girlfriend. So, that's how you talk about your girlfriend? That's mean. Ja, 1000 Dollar easily heute noch. Yes, she is my girlfriend. Wunderbar. Ja, dann wisst ihr auch auf YouTube Bescheid. So, people on YouTube. Oh. Yeah, the horse is actually Kai's girlfriend. So, Moment, ich muss jetzt erstmal kurz was zulassen. So. Boah. Kai, are you still there? Because I think there's something wrong with the chat. It says you are not blocked in the chat. Ich hoffe, der ist noch da. Nicht, dass der jetzt gebannt wurde. Or do you got banned? I don't hope so. If you are banned, please use this whisper situation. Ich hoffe, der ist jetzt nicht gebannt. I'm not banned, okay. Thank God, because there was something wrong with the chat. Lad mal neu hier alles. I just wanted to stay silent to scare you for a bit. Yeah, I was like, okay, let me check this. So scared, I was not scared actually. So. Gut, wir machen jetzt auch nicht mehr so lange. Ich würde sagen, das ist der letzte Tag, den wir heute machen. Und dann Tschüssikowski, ne? Dann mache ich auch Schluss für heute.
Ich würde sagen, von den 800 Dollar können wir den Markt jetzt eigentlich auch mal wieder komplett auffüllen, oder? Erstmal kaufen wir jetzt Pommes und Pizza. Obwohl, wir können einfach eigentlich von allem erstmal eins kaufen. So, die ersten 9 sind raus. Nochmal. Gut, ich glaube, alles können wir uns nicht leisten. So. Müsli, das und das. 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 Das ist richtig teuer. Ja, dann nehmen wir das raus, Geschirrspülmittel. Wo ist es denn? Da. Dafür nehmen wir dann das, das und das und das. Ah, das ist zu viel. So. She's strange, she fall into category of top 5 strangest people in school. If I was banned, I could use my other 999 accounts. Yeah, we had, I don't know if you remember, but we have, you've tried this already. Because you got banned on one account and then you sent me some messages like, oh no, I cannot message you because Twitch recognized this and then I got banned. So, yeah. You should remember this. This never happened. Should we try? What are you talking about? Should we try? I mean, we could try if you're not scared about it, right? Try what? I will ban you and you come with another account. What do you think? Ja, Basmati-Reis haben wir, glaube ich, noch genug im Lager. Davon habe ich echt mal sehr, sehr viel gekauft. Oh, sind das nicht Honeybees? Nein, das sind diese anderen. Will you unban this one? No. Because if I will unban this one, then I will unban the others too, so. You know, that's kind of a problem. Ach, das ist sogar noch voll. Brot ist auch gerade voll. Then we are not doing it. Why? Are you scared or something? Ich liebe es, wie das hier gerade auch wieder zum Lagerhaus wird, weil ich einfach alles dahin lege. Was für ein Juice ist das? Orange. Das haben wir sogar voll. Fast. Nein. Mann. Mann. Oh Mann. I wanna use my King Kai account here. Why? Bro, you have a storage room, use this. I have people, they do this for me. So, no, I won't. So, wir brauchen noch Pommes, wir brauchen Pizza und wir brauchen Cola. Pommes, Pizza, Cola und Käse. Okay, Pommes. Pommes, Pizza. Käse und was war das letzte? Cola, ne? Cola und Käse. Cola. Und Käse ist irgendwo hier oben. 166 können wir uns nicht leisten. Wir brauchen Geld. Achso, mein Shop war schon offen. Ha, cool. You're a great boss manager, so ist es.
I'm glad you recognize this. Endlich mal jemand, der meine Talente erkennt. So. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich wirklich ganz cute, wie sich unser Laden so entwickelt hat. Auch wenn wir kurz vor der Pleite waren. Wir haben das Ruder noch relativ gut rumgerissen, deswegen. Ja. Es ist, wie es ist, ne? Was soll ich sagen? Kann man nichts ändern. Oh, jemand hat noch Reiniger gekauft. Schön. Meine Stimme geht aber auch langsam echt zum Ende, also zugrunde. Thank God the horse is not in any of my classes. I'm kind of sad about it because if the horse would be in your class, then you have some interesting stories for us. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch war die Rechnung? 170, ja gut, das sind, glaube ich, noch ein paar mehr Shops. Da müssen noch ein paar Leute was kaufen. Ah, $70 noch. Das kriegen wir aber noch hin. Ja, du konntest Butter nicht finden, das bieten wir auch nicht an. Pommes sind aus. Und was fehlt hier? Kaffee! Ja, nee, wir packen Kaffee noch mit auf die Liste. Und schon können wir es uns nicht mehr leisten. Schön. I had to join one of her classes last year for one day, like merging because there was some staff issues and we didn't have anywhere else to go and we have to go to a class and it had her in it, but I was on the opposite side of her, so thank God. So how was it with her in one class? Please tell us. T-Mask is back. Pizza. Wunderbar. Was ist das? Cola. Ja, die brauchen wir auch. So. Ach, eine bleibt übrig. Ich kann nicht. Oh, Klopapier ist aus. Noch irgendwas? Und Süßigkeiten und beide Mehlsorten. Klopapier, Süßigkeiten, beide Mehlsorten. Klopapier hier, Süßigkeiten hier, beide Mehlsorten hier oben. Ah, das ist gar nicht so teuer. Dann können wir ja jetzt erstmal unsere Kredite bezahlen. Zumindest einen. Und das, so. Wunderbar, okay. Jetzt kann ich kurz lesen. I was next to some funny people who were younger than me, like the year below, and they keep saying funny things to her, like being rude, and it was kind of funny. It's never funny to be rude. I can't remember what it was, but they had some beef together. I was talking to these people and I was trying hard to not laugh, but yeah. Yeah, it's not nice to laugh. If she got bullied, you should not support this. Oh, das Klopapier ist wieder leer. Schön. Kauf mal direkt zwei hier. Ja, wir können auch mal Licht anmachen. So, jetzt letzter Tag, ne? Das muss ich mir selber merken. Ich muss mir das selber ins Gedächtnis rufen, dass wir jetzt gleich Schluss machen. Oh, wir haben keine Nudeln mehr. Wow. Dass ich das noch erlebe, davon habe ich auch so viel gekauft. Der Reiniger ist im Angebot. Ah. Warum nicht?
So, wir brauchen auch wieder was hiervon. Ja, und Kaffee halt, ne? Kaffee ist immer noch so ein Problem. So. Gut, und jetzt zahlen wir den zweiten Kredit. 402, da fehlt nur noch ein bisschen was. Oh, fast wäre ich auf den Zensiert-Knopf gekommen. Do you know what a Fury is? Please Google it. If it's not, and go to images. I don't know why she was get bullied, because I've never seen in their class. I've never been in their class before. Only one time, but not a lot of people like her. Yeah, so do not support this. Ah, oh, Nudeln sind wieder voll schön. Reiniger ist auch fast voll. Das könnte ich ruhig auffüllen. Ach, das ist noch mehr davon. Ach ja, der ist ja im Angebot. Stimmt. Auch Reiniger. Was bist du? Kaffee. Ja, wichtig. Komm, so. Gut, ich werde jetzt eh nicht nochmal ins Lager laufen, obwohl doch, komm, einmal gehe ich noch. Wenn ich die Tür finde, dann gehe ich nochmal. So. Some of the things was a little funny, but I didn't want to show that, but it was hard, but I didn't laugh. Why is everyone wearing red? I don't know. Maybe it's on the trend right now. Da ist doch Kaffee. Ah, weil der ein bisschen zu teuer war. Wahrscheinlich deswegen. Naja, ist okay, ist okay. Hat noch jemand Nudeln gekauft? Ja. Hat noch jemand Cola gekauft? Ja. Schön. Please Google what a Fuhrer is. I think I know what it is. But you know, sometimes I don't wanna know. I think Miss Horse is friends with one of these. Miss Horse. Stop it. So. Ja, wir haben hier jetzt nochmal unsere 1000 Dollar. Das ist schon mal ganz gut. Wir können eh nichts mehr bestellen. Dann warten wir jetzt noch ganz kurz, bis hier alle Checkout gemacht haben. Dann gehen wir nochmal in den neuen Tag kurz rein, gucken uns nochmal kurz alles an. Aber dann machen wir wirklich Schluss. Wir haben es 20 vor 3 und ich spiele dieses Spiel. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wieso ist dieser Stream heute so eskaliert? So, alle sind abkassiert. Let's go. Müsli ist gefallen, das ist schon mal schön. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal alles voll. Käse. Was auch immer. Oh, wir haben drei Rückzahlungen. Habe ich eine vergessen? Oh, das ist nicht gut. Deswegen haben wir Geld übrig. 2 days left, 3 days left. Okay. Dann bezahlen wir die. Und wir kaufen Shampoo, Käse und die Tiefkühlsachen. So, 200 Dollar weg. Tschüss. Zumindest so ein bisschen was, ne? Und dann gucke ich gleich nochmal, wie weit wir jetzt mit den Krediten sind. Oh, eine Pizza wurde verkauft. Toll. Wie sind die Preise? 5,13, 5,13. Das passt doch. Beim nächsten Mal müssen wir dann auch die Preise nochmal alle neu machen. Handseife können wir auch noch mal kaufen. Zum Angebot.
Ist sonst irgendwas gerade wirklich leer? Erdnussbutter, Haarmilch. Und beide Mehlsorten. Meine Stimme ist so am Verkacken, ne? Mehl. Mehl, Erdnussbutter. Haarmilch, so. Es ist nicht mehr viel übrig. Genau, tragt mal alles rein. So. Gut, dann ist alles zumindest erstmal wieder so halbwegs gefüllt, wenn er die Seife jetzt aufgefüllt hat. Dann bedanke ich mich auf YouTube schon mal fürs Zuschauen. Wir werden uns beim nächsten Mal wieder sehen. Dann werden wir schauen, was uns hier noch so alles erwartet. Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend. Ich speichere. Ich gehe schon mal zurück zum Menü. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.